Ja, hallo und einen schönen guten Abend. Heute möchte ich dir einen Tipp geben, worauf du achten solltest, wenn dir an deiner Beziehung etwas liegt. Dann, was du auf jeden Fall vermeiden musst, sind so Scherze, die für dich ein Scherz sind, aber die für den anderen kein Scherz sind. Und besonders wichtig ist, dass du das nicht wiederholst. Ja? Dass du diesen Scherz, der für den anderen kein Scherz ist, dass du das merkst, dass der andere das nicht mag. Ich erinnere mich an eine Klientin von mir, die erzählt hat, dass jedes Mal, wenn ihr Freund gekommen ist, dann hat er eine Bemerkung zu ihrer Couch gemacht. So im Sinn von, ja, da saß ja mein Vorgänger auch immer drauf. Hahaha. Ja? Also für ihn war das lustig und sie mochte das nicht und hat ihm auch gesagt, du, ich mag das nicht, wenn du diesen Witz machst. Aber das hat ihn irgendwie, ist nicht angekommen bei ihm. Ja? Jedes Mal, wenn er gekommen ist, hat er wieder diesen Witz gemacht. Und sie hat es halt dann irgendwie geschluckt, aber das hat sie wahnsinnig geärgert. Und solche Sachen, das wirst du bestimmt auch kennen. Achte auf jeden Fall darauf, dass du das respektierst, wenn der andere sagt, also wenn du der Witzemacher bist, ja, und wenn der andere dir sagt, du, ich mag diesen Witz nicht, und du machst ihn aber trotzdem jedes Mal, das ist saugefährlich. Alleine an so einer Geschichte kann eine Beziehung zerbrechen. Und jetzt von der anderen Seite her, wenn du der bist, der sich über diese Art von Witz ärgert, ich rate dir sozusagen, schluck das nicht. Ja? Sag dem anderen klipp und klar, du, wenn du das noch einmal sagst, ist es aus. Ja? Ich will das nicht. Du musst das kapieren, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass du mir jetzt die nächsten Jahre jedes Mal diesen Witz machst. Du musst das kapieren und wenn du das nicht kapierst, dann ist es aus. Also manchmal muss man so knallhart sein, weil es sonst beim anderen nicht ankommt. Der wird zwar dann vielleicht denken, Mensch, ist die pingelig und das war doch lustig, haha. Und mein Gott, ist die Frau empfindlich oder ist der Mann empfindlich? Aber das ist, wenn jemand so redet, dann hat er keine Empathie. Der merkt, der redet nur immer von sich. Ja? Er redet von sich, was er lustig findet. Und ob jemand anderes das nicht lustig findet, interessiert ihn nicht. Also sowas ist ein Zeichen von mangelnder Empathie. Und das ist immer gefährlich für eine Beziehung. Ja, so viel für heute. Also pass auf dich auf und tschüss.